was bisher geschah. Und zwar machen wir diesmal eine Speedrun-Challenge. Diesmal gezielt drauf. Sobald wir den Timer hier starten. Also wenn wir jetzt keine Geister-Ops finden. Okay, ist eingesperrt. Ist eingesperrt. So. Werde ich jetzt erstmal schneiden. Okay, nur 20 Dinger, aber was soll's. Auf jeden Fall, Revenant ist richtig. Und heute? Hallöchen und einen guten Abend. Guten Tag wünsche ich. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast, uns unterstützt und fleißig mitfieberst. Ja, heute werden wir mal wieder eine Challenge machen. Speedrun Tanglewood Roadhouse. Diesmal auf Profi. Also das Anfangsgebiet ist es. Wir werden wieder wie immer. Jeder nimmt sich einen Gegenstand, der halt wichtig ist. Also jetzt mal noch Taschen, aber bei der letzten Runde war ja das ein bisschen schwierig mit dem Licht. So, auf jeden Fall, dieser Geist scheint wohl aus Gruppen als auch. Okay, alles klar. Sprachbox, haben wir die Möglichkeit, dass er uns beide hört. Da Profi ist, genau. Wird es direkt starten. Also sobald wir den Knopf wieder drücken, werde ich die Zeit einblenden, wie lange wir brauchen. Diesmal machen wir ohne Cuts. Ja, versuchen wir so schnell wie möglich den Geist rausfindig zu machen. Ich würde sagen, wir starten, oder? Ja, genau. Und let's go. Los. Oh, die Zeit läuft. Go, 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 go. Ich habe EMF an. Hast du Schlüssel? Okay, sehr gut. Ja, ja. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wie alt bist du? Lass mich wissen, dass du hier bist. Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Hast du gerade eine Tür aufgemacht? Fingerabdrücke. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wo sind die Fingerabdrücke? An der Tür. Wo bist du? Wo bist du? EMF 5. Bist du hier? Ich hole schnell das Buch. Oh, 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 oh. Schnell, 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 schnell. Ah. Na, leider müssen wir am Anfang mal ein bisschen so uns wiederholen. Damit wir so schnell wie möglich den Geist ausfindig machen können. Oh, 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 oh. Hab ich. Gib mir ein Zeichen. Lass mich wissen, dass du hier bist. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Wie alt bist du? Ich muss das Licht in dem Raum aufmachen. Wo bist du? Und siehst du schon was? Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. Boah.
schnell, 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 schnell. Das ist ein Bungee. Okay, warte, 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 warte. Was haben wir jetzt? EMF, dann hatten wir Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen, ja? Genau. Okay, mach zu. Boah, das war close, ey. Ja, unter. Ja, gut, gute Anrede, vielleicht unter 5 Minuten auf jeden Fall. Ja, Knochenbeweis, hat sogar einen Knochen noch gefunden. Benji, perfekt. Naja, auf jeden Fall danke ich euch wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Unterstützen. Das bedeutet mir wirklich, wirklich sehr viel, dass ihr immer fleißig diese Videos schaut, mich unterstützt. Es wird auf jeden Fall andere Videos auch noch kommen. Aber da ich ja bald einen neuen Job habe und wieder ein bisschen lernen muss, wird es halt zeitlich halt nicht mehr so wie damals, dass ich da 4, 5 Projekte gleichzeitig am Laufen hatte. Phasmophobia wird auf jeden Fall regelmäßig kommen. Dead by Daylight wird auf jeden Fall auch noch kommen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall wieder Pokémon starten. Pokémon Revolution Online. Mit dem alten Trupp. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig, richtig drauf. Aber da ja gerade die Weihnachtszeit jetzt war natürlich erstmal Familie und Freunde und Besinnlichkeit und Liebe. Alles wichtiger natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Projekt. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal, denn auf Wiedersehen.